Wir haben 310 Meter jetzt. Oh. Oh mein Gott, okay, hier unten sind richtig geile Fische. Was zur Hölle, sogar Shinies davon. Was geht, Leute? Mein Name ist Nelly Snelson. Heute zocken wir den Fishmaster. Wisst ihr, ich war gestern mit Keithjoe auf Teamspeak und er hat mir dieses Spiel gezeigt und ich dachte, wow. Okay, dieses Spiel werde ich auf jeden Fall spielen. Und ich weiß, ihr hättet das jetzt mit Sicherheit nicht erwartet, aber das hier ist ein Spiel, was ums Fischen geht. Ein kleines bisschen so wie Cat Goes Fishing. Ich habe mir jetzt auch schon ein kleines bisschen Geld erspielt und es gibt drei Upgrade-Möglichkeiten. Da gibt es einmal die Länge. Also nicht meine Länge, obwohl das Ding ziemlich groß ist. Wir meinen die Länge der Schnur. Dann gibt es noch die Stärke. Ich schätze mal, das ist die Stärke, mit der wir die Angelrute schlagen. Und als letztes gibt es die Offline-Earnings. Das ist das Geld, was man bekommt, während man offline ist. Aber da wir unser Geld so oder so nicht legal machen, ist das eigentlich relativ egal. Wir gehen jetzt erstmal auf die Länge, damit wir ein kleines bisschen tiefer kommen. Ich denke mal, ich werfe die Angel jetzt schon runter. Unser Ziel ist es, drei Fische zu bekommen und das haben wir jetzt schon geschafft. Wow. Wir haben 60 Dollar dadurch gemacht. Allerdings können wir jetzt unsere Angelroute erst richtig upgraden und ich glaube, jetzt geht's erst richtig los. Okay, wir haben jetzt ordentliche Upgrades. Ich hoffe, wir müssen auf jeden Fall... Oh mein Gott, wir können 10 Fische angeln. Wie zur Hölle sehen die hier unten aus? Oh mein... Da war ein großer Fisch dabei. Okay, wir haben 10 Fische. Mal sehen, wie viel Geld bekommen wir dafür? 500 Dollar. Wow. Ich fühle mich gerade schon ein kleines bisschen wie Slumdog Millionär. Das nehmen wir natürlich sofort alles. Ich bewerte später. Die Länge zu upgraden kostet jetzt schon extrem viel Geld. Aber wartet mal eine Sekunde ab. Wir können jetzt, denke ich mal, ein kleines bisschen tiefer nach unten gehen. Oh mein Gott, wir haben 240 Meter. Natürlich machen wir die Stärke auch ein kleines bisschen nach oben. Wir haben gerade so viel Geld ausgegeben. Wir können... Oh mein Gott. Was zur Hölle sind das für Fische? Okay, das ist richtig nice. Wir können 20 davon aufsammeln. Mal sehen, wie viel Geld das jetzt gibt. Komm schon. Wow. Das gibt extrem viel Geld. Und ich schätze mal, das hier ist der Punkt, wo wir das Spiel jetzt normal spielen. Oh Gott, da war... Was zur Hölle ist das für ein Fisch? Oh mein Gott, okay, der sieht richtig geil aus. Wir haben uns nur ein kleines bisschen Starthilfe gegeben, damit es nicht allzu langweilig wird. Die Stärke sorgt dafür, dass wir mehr Fische fangen können. Ach so, dafür ist die da. Ich dachte, die wäre die ganze Zeit dafür da, dass das Ding tiefer geht. Wir können 21... Oh mein Gott. Wir müssen diese goldenen Fische sammeln. Die sind irgendwelche Shinies. Anscheinend sind die mehr wert. Okay, das ist richtig gut. Mal sehen. Ich würde halt am liebsten auf Länge skillen, damit wir noch ein kleines bisschen tiefer kommen können. Weil ich will unbedingt wissen, was ganz unten für verdammte Fische sind. Let's see. Zeig mal her. Oh mein Gott, es gibt leider keine Mission. Das heißt, es gibt keine festen Fische, die man fangen muss. Unsere tiefste Tiefe war bisher 225 Meter. Oh Gott, 1500. Nice Fishing. Gibt es hier irgendwie sowas wie einen Katalog, wo ich sehen kann, wie viele Fische ich gefangen habe und welche Arten es alle gibt? Oh, was für ein Fisch habe ich da gefangen? Der mit dem großen Maul. Ich kenne diesen Fisch und der kommt normalerweise erst, wenn man ganz, ganz tief ist. Komm schon. Bitte sag mir, ich habe viel Geld jetzt verdient. Oh, 1600. Ich glaube sogar ehrlich gesagt, ist es bisher das meiste, was wir bekommen haben. Ich würde halt ziemlich gerne die Längeleit weiter upgraden. Allerdings fehlt uns dafür ordentlich viel Geld und ich habe einen Delfin gefangen. Das allererste Mal. Oh Gott, bitte sag mir, der Delfin bringt mir viel. Und ein Shiny. Ich möchte jetzt mehr verdienen als 1600. Komm schon. Oh, schade. Ich glaube, Delfine bringen ehrlich gesagt nicht so viel, wie ich gedacht habe. Warte mal, das hier sind wieder dieselben Shinies. Es gibt gerade keine neuen Fische leider. Oh Gott. Allerdings können wir uns gleich endlich das nächste Upgrade der Länge leisten. Das heißt, wir kommen vielleicht in neue Tiefen nach unten. Und ich habe das Gefühl, dass wir mit jedem einzelnen Wurf sowieso ein kleines bisschen tiefer gehen. Komm schon, wie viel Geld habe ich jetzt? Es fehlen noch circa 2 Würfe für das nächste Ab. Oh mein Gott. Ein verdammter Wal. Das sieht schon mal richtig gut aus. Komm schon, wie viel Geld bekomme ich? 1500 nur. Okay, das ist anscheinend mein normaler Durchschnitt. Ich weiß halt leider nicht, welche Fische mehr geben und welche weniger. Ich schätze mal, ich nehme jetzt möglichst nur rote und guck mal, wie viel das gibt. Und wie viel gibt das? 1400. Das heißt, die sind schon ein kleines bisschen weniger wert. Aber wir können jetzt die Länge skillen und das heißt, wir kommen 10 Meter tiefer. Und gibt es hier noch...
Warte mal, was sind das für Fische? Sind das Haifische? Ich kann das ehrlich gesagt nicht unterordnen. Aber kaum zu glauben, direkt 10 Meter tiefer gibt es komplett andere Fische anscheinend. 1700, wir verdienen wirklich immer, immer mehr. Aber ich schätze mal, wenn wir uns jetzt so hochkämpfen würden, würde das Ewigkeiten dauern. Weil wie gesagt, das neue Minispiel, es gibt leider keine Option oder Mission. Das heißt, wir gehen mal ein kleines bisschen tiefer und gucken uns das jetzt hier an. Wir haben 310 Meter jetzt. Oh mein Gott, okay, hier unten sind richtig geile Fische. Was zur Hölle, sogar Shinies davon. Okay, wir haben 21 Fische gesammelt. Das will ich jetzt unbedingt sehen. Das gibt nur 1900 Money. Ehrlich gesagt, hätte ich da viel, viel mehr geschätzt. Ich meine, wir sind jetzt schon so übertrieben tief. Guckt euch das an. Unten sind fast nur noch verdammte Wale und Delfine und Haie. Obwohl, Delfin gibt ja nicht so viel. Aber es gibt Schwertfische da unten. Ich glaube, ich muss wieder ein kleines bisschen tricksen. Auch wenn das ein bisschen asozial ist. Aber, oh mein Gott. Okay, ich habe die Länge komplett gemaxt. Jetzt als nächstes maxen wir mal ganz kurz die Stärke. Und jetzt sollten wir normalerweise die geilsten von den geilsten Sachen bekommen. Ich bin übertrieben gespannt. Ich meine, wir haben so viel Geld jetzt ausgegeben. Sogar die Offline-Earnings sind gemaxt. Wir haben... Oh mein Gott. Es gibt hier unten verdammte goldene Wale. Wir können einfach 46 Fische fangen. Das muss extrem viel Geld geben. Komm schon, zeig her. Warte mal, nur 4500? Oh, ich hätte ehrlich gesagt viel, viel mehr geschätzt. Das war ja gar nicht so viel Geld, wie ich dachte. Ich dachte, wir kriegen viel, viel mehr Geld. Oh nein. Das kann nicht dein Ernst sein. Warte mal, wie lange hätte es gedauert, das Spiel normal durchzuspielen, wenn ich ganz am Ende erst 4500 bekomme? Hä? Das hätte ja eine halbe Ewigkeit gedauert. Aber ich sag's trotzdem nochmal ganz kurz zum Schluss. Das hier ist nur ein Minigame. Es gibt keine Mission. Von daher gibt es keinen Anreiz, jetzt eine zweite Folge davon zu machen. Deswegen wollte ich das Spiel jetzt möglichst in einer Folge machen. Und das ist jetzt halt die einzige Art und Weise. Weil sonst würde das Spiel einfach Wochen dauern. Das ist jetzt eine komplette Ausnahme. Aber Leute, wenn ihr mehr von so welchen Spielen sehen wollt, dann Hashtag mehr in die Kommentare. Like und Abo nicht vergessen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao. Wir können einfach 46 Fische fangen. Das muss extrem viel Geld geben. Komm schon, zeig. Wir können einfach 46 Fische fangen. Das muss extrem viel Geld geben. Komm schon, zeig. Wir können einfach 46 Fische fangen. Das muss extrem viel Geld geben. Komm schon, zeig.